Aleikum salam wa rahmatullah. Wenn dies ja der Hajj mache, aber dann war die Preis auf einmal in die Höhe geschossen. Jetzt wird es ja mittlerweile immer und immer teurer. Wie ist das, wenn man sich das nicht leisten kann? 10.000, 12.000 Euro für die Person zu zahlen. Der Bruder sagt, wie ist das, wenn in Zukunft die Preise für die Hajj weiter steigen und man sich das gar nicht leisten kann? Ist dieses dann für einen verpflichtend? Es gibt zwei Bedingungen für die Hajj. Die erste ist die gesundheitliche Bedingung. Das heißt, selbst wenn du Geld hast, aber du bist gesundheitlich nicht in der Lage, dann bist du befreit. Und die zweite Bedingung ist die finanzielle. Wenn du gesundheitlich in der Lage bist, aber kein Geld hast, dann bist du auch befreit. Na, das heißt, fällt eine von den beiden Bedingungen weg, bist du befreit vor Allah subhanahu wa ta'ala.